Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute. Hier ist er, euer Franken-Andi. Und wo ist er? Natürlich in Seehausen hat er sich wieder verirrt. Eine Geschichte aus der Landwirtschaft wollte ich euch erzählen. Also, da war er mal ein Klaus. Und der ist mit seinem Deutz und seinem Schlepper durch die halbe Weltschicht umgefahren und war beim De Holländer an seinem Hof gestanden. Und da biegt er jetzt einmal ein. Hallo, Blinker? Ja, jetzt. So, ich hoffe, der Kauz, der ist hier irgendwo, weil ich habe nämlich keine Ahnung, wo ich den die Scheiße hinschmeißen soll. Was? Irgendwie, oh, Moment. Das könnte, Hui. Ich glaube, das war ganz schön knapp mit dem Hänger, aber wir machen das ganz einfach nach dem Motto Augen zu und durch. Das hilft eigentlich ganz gut. Ich sehe den aber hier irgendwie nicht. Ich glaube das. Ist da, oder? Also ich sehe ihn hier zumindest nirgendwo rumeiern. Das sieht aber auch sehr abenteuerlich beladen aus, aber na gut. Platz hat der aber Kerl aber hier ohne Ende, ne? Oh. Was, hier muss verdichtet werden? Alles klärchen. Oh, da ist ein Reifenlager, cool. So, da würde ich sagen, wir rufen den lustigen Kollegen einfach mal an. Ich habe keinen Schimmer, wo das hier reinkommt. Vermutlich irgendwo da hinten bei der BGA. Warte mal, da muss doch irgendwie die... Da muss doch irgendwo ein Einfülllöchlein sein. Ah ja. Da steht aber ein hässlicher Schlepper im Weg. Kann man einfach mal reingucken. So. So. Ja, ist gerade belegt. Das ist ja wieder toll. Ja, dann müssen wir halt eben hier kurz warten. Vielleicht kann man ja mal runter gucken, dass er auf der... Da gibt es doch noch so einen zweiten Teil des Hofes, der wo auf der unteren Seite ist. Vielleicht läuft er da rum. Vielleicht kann ich ihn da einfach aufspüren. Da, schau her. Aber auch, wie wir sehen, sehen wir nichts. Da bewegt sich nichts. Nee, der ist nicht da. Das ist jetzt gerade echt ein bisschen dämlich, ne? Ich probiere es mal nochmal am Telefon. Immer noch belegt. Fix. Ah! Warte mal, da bewegt sich was. Hab ich doch gerade was gesehen. Das ist ein kleiner... So. Hallo, Herr der Holländer. Hallo? Ah, der hat das Handy noch in der Hand. Hallo, Herr Muslhuber. Hallo, Herr de Neuhaus. Ich hatte gerade noch gesprochen. Ich habe schon gesehen, wie Sie das Handy noch am Ohr hatten.
Ja, was kann ich denn für Sie tun? Wir hatten doch gesprochen, dass ich Mist und Gülle noch überhabe. Ja. Den Mist hatte ich da, habe ich dabei. Bei der Gülle habe ich nur ein kleines Problem. Mein Fass ist nicht groß genug, um das zu laden. Wenn Sie die doch selber abholen könnten. Das kann ich machen, das ist kein Problem. Gut, aber ich weiß nicht, wo ich den Mist abladen soll. Ich stehe jetzt oben am oberen Eck. Nee, am besten hier unten vorne an der Einfahrt. Ich laufe schon mal vor, Sie können ja einmal runterfahren an der Düngerproduktion, müsste das gehen. Ah, alles klar, dann... Beziehungsweise machen wir alles. Wenn Sie oben stehen, dann kippen Sie das einfach oben auch in das Hauptsilo. Das müsste da auch reingehen. Alles klar, dann mache ich das so. Das ist einfacher. Jo, super. Um die Gülle kümmere ich mich dann gleich. Das kann ich eigentlich gleich machen. Mhm. Ja, machen wir so. Und mein Sojafeld ist kurz vor dem Abernten, kurz vor erntereif. Es fehlt noch eine Wachstumsstufe. Da müssten Sie dann auch mit Ihrem großen Gerät nochmal anwirken. Ja, und können Sie dann Bescheid geben, wenn es soweit ist. Und dann machen wir das. Genau, so machen wir das. Super, Dankeschön. Jo. Gut, dann sehen wir uns. Tschüss. So. Oh Gott, den... Oh. Ei. So. Guckt er? Er sieht mich nicht. Ha, schnell über Zaun hupfen. So, in das Hauptziel, hat er gesagt. Alles klar. Ach so, warte mal. Die Handbremse sollte man noch lösen. Dann wird das vielleicht auch was. Ist aber nicht dieses hier, oder? Das ist für Erdfrüchte. So, was haben wir hier? Heu, Stroh, Mischfutter. Mist wird hier nicht angenommen. Wählerisches Pack. So, dann probieren wir es halt hier. Ah ja, guck, hier geht was. So, das waren jetzt, glaube ich, so 29.000 Liter. Bin mal gespannt, was er uns da preislich dafür anbietet. Aber wir sprechen ihn erstmal nicht drauf an, sonst kommt er noch auf die Idee, dass er hier noch Geld von uns bekommt. Warte mal, ich mach mal hier den Tempomat rein, aber nein. Ah! So. So. Und wir fahren mal hier mit gemütlichen 20 durch die Gegend. Ist, glaube ich, besser so hier, bevor wir hier alles kaputt fahren. Bin den Tempomat eingemacht. So, dann wieder unsere Gabel runter machen. Ich habe es ja schon mal erzählt, dass ich die Tasten vom Lenkrad hier dünn bestückt habe. Den Tempomat habe ich jetzt mit drauf und die Geschwindigkeit vom Tempomat habe ich auf die Schaltwippen gelegt, weil die brauchen wir ja eh nicht hier hin. So. Das ganze GPS habe ich natürlich auch komplett hier aufs Lenkrad gelegt. Es ging nur das letzte Mal nicht. Ich weiß nicht warum. Also gerade eben zumindest. Hier eigentlich müsste die Linien jetzt hier angehen, wenn ich auf den Knopf drücke. Weil das funktioniert ja. Ach ja, ich schaue jetzt in die Linie.
Jetzt habe ich sie ausgemacht. Funktioniert super. Ah ja, schon. Ja, das ist halt GPS. Der ist manchmal etwas zickig, aber naja. Kannst du machen nichts. So lustig wäre natürlich, wenn jetzt gleich die Wachstumsstufe auf dem Sojafeld kommen würde. Und ich sag so, die Neuholländer, ich hoffe, sie haben ihren Dasher dabei. So, dann kann man eigentlich beim... Achso, die Wiese habe ich ja gesehen, die war noch nicht... Die war noch nicht ausgewachsen. Ja, gut. Oh. Als nächstes... was machen wir denn als nächstes? Oh, nicht juckeln. Ja, dass die Frames hier immer wieder so einbrechen, das ist halt echt nicht lustig, ne? Oh, weißt du was? Dann stelle ich den gar nicht so weit weg, weil... Wenn wir den dann eh jetzt brauchen zum Soja ernten, dann macht das echt keinen Sinn, ne? Den Frontlader machen wir noch runter, nicht dass da jemand. So, gut. Passt. Okay, dann schauen wir mal. Oh, wir müssten. Mischfutter müsste ich machen. Ja. Dann nehmen wir aber, würde ich sagen, auch den hier. Nee, nee, nee. Wir nehmen den hier. Ich kann gar kein Mischfutter machen, weil wir haben ja keine Silage. Ja, das ist jetzt natürlich blöd. Mein Gas ist noch nicht reif. Der Holländer ist schon da. Also wir haben hier 19.000 Liter und da 20.000 Liter. Aber Wasser könnte man nochmal holen. So, das ist halt... aber schau mal, unsere Wiese hier hinten wäre reif. Ich würde sagen, dann nehmen wir die schon mal ab. Dann schwarten wir die zusammen und fahren die schon mal rein. Dann haben wir das schon erledigt. So, der Holländer ist auch schon da, habe ich gesehen. So, dann lassen wir mal einen Booster. Gut, dann klappt mal den mal aus hier. Ja, das wird, glaube ich, nichts mit Innenansicht. So, mach runter die Mähwerke.
So, das ist natürlich ein Träumchen, das Gerät hier, ne? Wobei, mit der Steuerung jetzt hier auf dem Lenkrad würde das auch mit dem kleinen Mehrwert gehen, aber hier ist halt echt der Vorteil, dass er gleich die Schwart legt. Ich weiß zwar nicht warum, aber vielleicht ist es in der Bandlaufwerke da drin. Das kann durchaus möglich sein. Sieht sogar so aus, ja. So, für die kleine Fläche ist der Big M natürlich dezent übertrieben, aber wir haben ja noch die große Fläche drüben. Da merkt man das natürlich schon deutlich. Wobei das hier auch Spaß macht, sage ich jetzt mal, ne? Wir sind zwar jetzt nicht sonderlich effektiv, weil ich einfach nicht die ganze Breite nutze oder nutzen kann. Mal was. Warum flackert denn da das Bild die ganze Zeit? Willst du mich verarschen? Was irgendein Schattenspiel da folgt? Ich habe keine Ahnung, was Giants hier mit dem Patch getan hat, aber es war nicht sonderlich erfolgreich. Für was dieser Patch überhaupt gut war. Ich bin echt überfragt, weil es kommt zwar jetzt dieses Glas-Add-on raus, aber dafür muss man doch keinen extra Patch ausbringen, oder? So. Ich bin überfragt und genervt und das kann ich sehr gut. So, Rob und hungrig bin ich übrigens auch, falls jemand fragen sollte, wenn nicht, ist das jetzt trotzdem. Jetzt habe ich gelesen, Geld ist aus, was? So, das kleine Eckchen, ich glaube, das können wir uns sparen hier hinten. Ach, der zeigt KPH. Das ist ein AP. Oh Gott, habe ich jetzt die falsche Einfahrt genutzt? Ja, herrlich. Nee, doch, passt schon, ist schon die richtige. So. Gut. Wow. Könntest du das mal bitte unterlassen? So. Besser. Machen wir hier auf und hier zu. Dann haben wir uns hier diesen. No?
So, ein dicker Fendt würde hier noch auf dem Hof fehlen, oder? Und ein MF würde auch noch fehlen. Dann haben wir eigentlich... Ja. Braucht man einen dicken Walter? Weiß nicht, braucht man einen dicken Walter? So. Langsamer anfahren, tschuck. So, ich würde mal sagen, wir stellen den Tempomat mal auf 15 km/h ein. Ich weiß gar nicht, wo Maximalgeschwindigkeit liegt. Wollen wir jetzt gleich mal eruieren. Da geht wohl noch was. Ah ja, 18. Okay, 18 km/h ist die Maximalgeschwindigkeit. Ach ja, Moment, ich kann ja noch gar nichts ins Silo reinfüllen. Oh. Das ist jetzt blöd, wie ich meine. Nun gut, vielleicht können wir ja die Kühe ein bisschen füttern. Vielleicht haben wir die immer auf Gas. Und dann machen wir noch einen zweiten Ladewagen voll mit Gas, den ich dann erstmal im Hof stehen lasse, bis ich in der nächsten Folge dann mein Problem am Hof beseitigt habe. Dann muss ich ein bisschen tricksen. Oh, ich sehe, ich habe hier total verpeilt. Oh mein Gott, wir sind viel zu viel über die Zeit. Entschuldigung, liebe Leute. Vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Frank Gandhi.